Hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans, hier bei Timeout, dem Torwärtskanal der Roten Teufel Bad Nauheim mit dem großen Rhein-Main-Derby am Sonntag, den 12.02.2012. EC Bad Nauheim gegen die Löwen aus Frankfurt, das vierte Derby in dieser Saison. Dreimal hatten die Roten Teufel bislang die Oberhand behalten und wollten es natürlich auch in diesem vierten. Tobias Schwab ja auch mal in Dresde Lions mit einer Förderlizenz unterwegs, er natürlich besonders motiviert. Ja, und die Vorzeichen, sie waren eigentlich klar verteilt, der EC Bad Nauheim ging als Tabellenführer in diese Partie. Die Fans, sie strömten nochmal ins Kölner Nahtstadion, wollten ihre Mannschaft natürlich unterstützen. Knapp 4.000 waren gekommen. Ja, und die Löwen mit 8 Punkten Rückstand auf den vierten Platz. Nur noch rein rechnerische Chancen praktisch eigentlich schon raus. Aber in diesem Derby, da wollten sie natürlich mit Motivation nochmal rangehen. Kapitän Roland Meyer, die Kapitäne rotieren ja bei den Löwen. Er gab nochmal den Ton an, die Marschrichtung vor. Man wollte sich nicht so lange und klanglos verabschieden und wollte nochmal mit einem Sieg in einem Derby, auch gegen Kassel hat es bislang noch nicht geklappt, etwas zeigen. Aber die Roten Teufel erstmal im Vorwärtsgang. Christian Franz nach nur 30 Sekunden der erste Schuss und Christian Wendler, der diesem Abend das Tor hütete, war zum ersten Mal zur Stelle. Die Kurstädter machten einiges an Druck. Zweite Spielminute, die Scheibe kommt zu Tobi Schwab. Das Netz ist leer und das 1:0 nach exakt 90 Sekunden bereits die Führung. Nach dieser schönen Vorlage von Dylan Stanley macht also Tobi Schwab die Führung für den EC Bad Nauheim gegen eine dezimierte Frankfurter Mannschaft, die mit einer Grippewelle zu kämpfen hatte. Unter anderem aber auch Alexander Alte mit einer Gehirnerschütterung nicht dabei, der Ex-Teufel. Trotzdem, die Gäste aus Frankfurt haben so langsam vor dem Kasten von Markus Keller. Während die Roten Teufel es versuchten, spielerisch zu lösen, hatten mehr Spielanteile, das sah schon sehr gut aus, aber die ganz letzte Konsequenz, die große Möglichkeit ergab sich in der Folgezeit nicht, um auf 2:0 nachzulegen. Mal ein Schuss von André Mangold. Aber so ganz zwingende Möglichkeiten hatte man nicht. Man befand sich zwar fast ausschließlich vor dem Kasten von Christian Wendler, war sehr schön anzusehen, auch wenn man bei 5 gegen 5 den Gegner hier bestimmte. Und dann mal einen Drehschuss und nochmal einen Nachschuss und wieder Wendler und dann das Tor verschoben. Also auf den Goalie konnten sich die Frankfurter diesem Abend auf jeden Fall verlassen. Und dann ein Antritt von Sven Breiter, ein weiterer Ex-Teufel. 7. Minute, legt ab auf Tau, der zieht ab und Tor, 1:1 Ausgleich. 7. Spielminute, der erste richtig gute Angriff von Frankfurt und auch gleich verwertet zum etwas überraschenden, aber nicht unverdienten Ausgleich, denn die Frankfurter standen gut hinten in der Defensive, gut gestaffelt. Die Roten Teufel hatten es schwer, mussten immer mehr nach außen ausweichen, kam kaum mal durch die Mitte. Und wenn, dann war da ja auch noch ein Wendler, ein Goalie, der so langsam den Boris Ackers, ebenfalls ein Ex-Nauheimer, den Rang abläuft. Ackers mit einer langen Verletzung in der Saison noch nicht wieder so ganz da, wo er sein wollte. Aber seine Mannschaft machte es sehr gut. Mit Kontern, das war die Taktik, mit ja, knapp 2 Blöcken nur angetreten, versuchte man die Roten Teufel zu knacken und diese ab und an mal mit einem schnellen Gegenzug, dann wurde es gefährlich und der Goalie aber war stets zur Stelle. Ja, fast eine Kopie, wieder Breiter, legt wieder ab, aber diesmal reicht es nicht zum Tor. Das waren schon einige gefährliche Szenen auch bei den Löwen dabei, während die Roten Teufel immer wieder mit ihren spielerischen Mitteln probierten. Klappte aber nicht so richtig, um nachzulegen. Da mal ein langer Pass von Mangold auf Stanley und der nur knapp vorbei, aber den hätte Wendler wahrscheinlich auch gehabt, hatte eigentlich ist gut rausgekommen, den Winkel zugemacht. Das wäre aber ein schönes Tor, ein sauberer Spielzug gewesen. Tja, und dann in der 15. Minute. Neu bekommt hinten die Scheibe nicht weg. Die Frankfurter kreiseln. Allen voran Sven Breiter, der Wirbelwind bei den Löwen. Zartgummi immer noch nicht draußen. Und die Frankfurter im Scheibenbesitz wieder Breiter. Jetzt hat Strittige die Möglichkeit, gleich die Scheibe endlich mal rauszuspielen. Immer noch im Besitz der Löwen. Jetzt kommt sie zu Jannik Strittige. Hier hätte sie über die Blaue gemusst. Kommt sie aber nicht. Immer noch Frankfurt. Er wechselt sogar schon einen Frankfurter, wird ersetzt durch Ryan Färber. Jetzt kommt von hinten und schießt drauf und Scheibe ist im Netz. 1:2.
In der 15. Minute die Löwen mit der Führung. FC Rot Teufel ist einfach nicht verstanden, das Hartgummi irgendwie herauszubekommen. Und da war natürlich Fred Carroll, der Trainer, an der Bande bedient. Das gab die entsprechende Ansage. Dann eine ganz unglückliche Szene aus unserer Sicht. Sebo gegen Michel Maaßen. War es ein Ellbogen? War es ein Schläger? War das zu hoch angesetzt? Auf jeden Fall sah Maaßen sein Gegenspieler nicht kommen. Gleich nochmal die Zeitlupe. Schwer zu sagen, ob das mehr der Ellenbogen oder die Schulter war, angelegter Arm oder doch den Ellenbogen. Auf jeden Fall stand fest, dass Michel Maaßen verletzt war. Er blutete aus dem Mund. Die Referees, sie unterhielten sich kurz. Auch Lendiger, der Kapitän Rot Teufel, natürlich mit dabei, fordert eine Strafe gegen Daniel Sebo. Letztendlich entschieden sich aber auf keine Strafe. Michel Maaßen musste in die Kabine, musste behandelt werden, mit 6 Stichen im Mund genäht, eine Platzwunde und das Blut auf dem Eis, die Dokumentation dafür, dass eben diese Verletzung vorlag. Ja, die Referees im Viermann-System wurde gepfiffen, entschieden sich auf keine Strafe, aber hier, da gaben sie eine in der 17. Minute, Kasten 2 Minuten draußen und die große Möglichkeit davor, der ersten Pause im Powerplay auf 2:2 nachzulegen. Und jetzt war Christian Wendler voll im Blickpunkt. Natürlich der EC drückte jetzt Tobi Schwab, wieder Schoner von Wendler. Das war die zweite Powerplay-Formation, Matthias Baldis und Manuel Weibler zieht ab und wieder ist es Wendler. Und dann geraten sich Matthias Baldis und Kasten so ein bisschen in die Haare. Natürlich auch Sven Reiter gleich mit von der Partie. Und insgesamt ein faires erstes Drittel. Klammern wir mal diese Szene mit Sebo und Maaßen aus. Das können wir nicht so ganz auflösen, was da genau passiert war. Dementsprechend geschieht es auch nicht. Halten wir Ihnen zugute. Wenn Sie es nicht gesehen haben, können Sie eben auch nichts pfeifen. Tja, der EC bemühte sich, aber es stand nach 20 Minuten nun mal 1:2. Die Löwen führten. Michel Maaßen konnte im zweiten Drittel wieder mitmachen. Wie gesagt, mit 6 Stichen wurde er genäht und stand den Roten Teufeln also wieder zur Verfügung. Aber die ersten Minuten in diesem Mittelabschnitt, sie gehörten den Gästen. Die hatten eine richtig starke Phase und da konnten sich die Roten Teufel bei Markus Keller bedanken, der jetzt einiges zu tun bekam und seinen Kasten gegen einige Angriffe der Löwen sauber hielt. Da war das dritte Tor bei den Frankfurtern doch durchaus im Bereich des Machbaren. Der EC tat sich schwer in diesen ersten 4-5 Minuten dieses zweiten Drittels. Da waren die Mainstädter dem nächsten Tor einfach näher. Christian Franz und sein ehemaliger Mitspieler Sven Breiter hier im Disput. Kevin Levely wird von Sven Breiter beiseite geschoben. Das zeigte an, dass es hier sehr emotional zur Sache ging. Während aber zunächst die Roten Teufel mit ungewohnten Schwächen im Aufbau in diesen ersten Minuten zu Werke gegen verlorene Scheibe sofort der Gegenangriff eingeleitet. Also da waren die Gäste sehr gut im Match drinnen und hätten durchaus auch einen Treffer markieren können, auch nach diesem Schuss von Thomas Schenkel. Aber die Gäste schwächten sich selber. Roland Meyer nach diesem Foul für 2 Minuten in der 25. raus in die Kühlbox. Powerplay für den EC, den Stanley hinter dem Tor, das kennen wir. Natürlich die Formation mit Lenny Gehr und Tobias Schwab. Die Scheibe läuft sehr gut. Schöne Kombination in der Mitte, Lenny Gehr, und er macht das 2:2 in diesem Powerplay in der 27. Minute. Der Kapitän persönlich. Aber eine sehr schöne Kombination dieser Sturmreihe, dieses Special Teams im Powerplay. Sehr schön ausgetanzt, ausgespielt, die Abwehr der Löwen und Wendler ohne Abwehrchance zum 2:2. Tja, und jetzt wurde es doch noch ein bisschen härter. Janik Strepicke und Ryan Färbern geraten hier aneinander. Beide für 2 Minuten raus. In der 27. Spielminute war dies. Nächste Situation. Löwen im Angriff, schöner Schuss von Sebo. Markus Keller aber zur Stelle und dann ist abgepfiffen. Und dann kommt nochmal diese Aktion von Sven Breiter. Unnötig nach dem Abpfiff. Er hält eine Strafzeit vom Referee. Da darf man sich nicht beschweren. Es war abgepfiffen, dann muss diese Aktion nicht mehr kommen. Und der Unparteiische gibt also zu Recht 2 Strafminuten in der 28. 4:3 Powerplay für den EC. Jetzt natürlich noch mehr Platz da auf dem Eis. Scheibe nicht wieder sehr flüssig und
knapp vorbei, dieser Schuss von der blauen Linie. Kevin Lavely muss einen harten Check einstecken. Und Wendler kommt wieder sehr gut raus und macht den Winkel klein und macht dort die Ecke zu. Sonst wäre dann das Tor vielleicht schon passiert. Auch in der nächsten Szene. Ja, sehr agil, sehr wendig. Stets auf der Höhe, weiß, wo die Scheibe ist. Ein sehr guter Torhüter. Zeigt eine tolle Partie auch hier wieder. War er noch dran mit der Fangern, lenkt das Hartgummi um den Pfosten herum. Und hier an den Pfosten in der 30. Minute von Kevin Lavely. Da war er natürlich im Glück im Nachpassen, dann hat er aber die Scheibe. Aber ein bisschen Glück gehört zu einer guten Leistung, wie immer, auch dazu. Ja, weiter ging es in Richtung seines Kastens. Und wieder der Goalie der Löwen. Tadellose Leistung an diesem Abend. Aber jetzt die roten Teufel vom EC. Sie waren besser im Spiel. Waren irgendwie quirliger, schneller. Der Ausgleich ergab ihm nochmal Auftrieb. Auch wenn dieser Schuss von Lavely vorbeiging. Tobi Schwab wird hier ordentlich attackiert und findet aber noch die Lücke mit diesem Rückhandschuss. Auch von Dylan Stanley, nur den Außenpfosten gestreift. Und das Duell Meier gegen Weibler, wieder ist der Arm oben. Angezeigte Strafe, aber Nauheim im Scheibenbesitz. Schuss, Wendler sieht die Scheibe nur spät und dann nutzt Michael Maaßen in der 34. Minute den Abstauber. Rebound macht er das Tor, die 3:2 Führung. Den Rückstand von 1:2, also gedreht in eine Führung. Und die Löwen, sie beschwerten sich, aber so ganz klar war nicht warum, denn die Strafe ging soweit doch in Ordnung, war auch nicht entscheidend, denn der Goalie war eigentlich erst auf dem Weg zur Bank und der sechste Feldspieler gar nicht mit dabei. Also das Tor hatte eigentlich mit der Strafe, wenn man so will, nicht viel zu tun. Tja, dann eine Strafzeit gegen Janik Strippicke, der hier Sevo mit einem Stockschlag von den Beinen holte. Wieder Diskussion mit dem Unparteiischen. Die Löwen fühlen sich ein bisschen benachteiligt und suchten das Gespräch mit den Referees. Strippig also draußen in der 34. Minute. Und sogar in Unterzahl. Tobi Schwab wird abgedrängt, aber und Wendler dann letztendlich auch noch zur Stelle. War eine gute Gelegenheit, vielleicht sogar das vierte Tor im Shorthander zu erzielen. Aber die Löwen, sie drücken nochmal, wollten den Ausgleich. Jetzt wird es nochmal richtig gefährlich vor Keller. Roland Meyer natürlich mit seiner Statur steht da im Slot, will da den guten Markus Keller die Sicht nehmen. Und wieder ist eine Strafe angezeigt, aber nicht wie links zu sehen gegen Janne Kujala, sondern eben gegen diesen Roland Meyer. Und wieder Diskussionen. Aber ich denke mal, auch diese Strafe kann man durchaus geben. 36. Minute, die Löwen, sie schwächten sich einfach selber. Sie waren gut im Match. Vielleicht etwas kleinlich gepfiffen teilweise, das kann man durchaus so sehen. Aber der EC machte dies eben nicht entsprechend und schlug nicht nochmal nach Abpfiff, wie vorhin auf uns weiter gesehen. Und somit also Powerplay für den EC und nochmal eine Strafe, wieder angezeigt. Jan Bartha draußen, 5 gegen 3 Powerplay. Und diese Strafe kann man sich natürlich streiten, aber sei es drum, der EC muss es halt auch so hinnehmen. Den Stanley probiert es mal, Außennetz. Jetzt natürlich die Chance da auf das vierte Tor noch vor der zweiten Pause. Und wieder ist der Arm oben. Ich denke auch diesmal korrekt. Sven Breiter, und er zeigt jetzt dem Publikum, was er davon hielt. Eine unschöne Geste. Wurde natürlich auch von dem Publikum provoziert, aber da muss man sich einfach im Griff haben als Spieler. Das ist im Fremdenstadion, geht das fast jeder Mannschaft irgendwann einmal so. Sei es drum, 2 Minuten, also jetzt 5 gegen 3 Powerplay für den EC. Und im Slot, jetzt wartet da natürlich Lenny Gehr. Die Scheibe kommt aber nach links zu Kevin Lavely und der nutzt dies. 38. Minute, das zweifache Powerplay in einen Treffer umgemünzt. 4:2, 38. Minute. Der Topscorer ist EC Bad Nauheims und die hämischen Beifallsbekundung von der Bank. Natürlich waren sie frustriert, enttäuscht und sauer auf den Referee. Kann man irgendwo nachvollziehen, was würde EC Bad Nauheim denn machen? Etwas anderes als das auszunutzen. Und nochmal eine Strafe. 4-mal in Folge mussten die Gäste in die Kühlbox in den letzten 5 Minuten. Fast nur Powerplay für den EC und sogar noch die Chance auf das fünfte Tor. Aber Wendler war ja auch noch da mit einem Riesensave nach diesem Schuss von Tobias Schwab von der blauen Linie. Starker Rückhalt für sein Team.
Das fünfte Tor wäre vielleicht schon eine Art Vorentscheidung gewesen. Da schmeißt sich Sven Breiter entsprechend in den Schuss von Schwab. Wird da getroffen. Das war mit Sicherheit mehr als schmerzhaft. Huppelte auch in die Kabine, konnte aber im letzten Drittel zum Glück weitermachen. Und in diesem gingen die Roten Teufel also mit 2 Toren Vorsprung. Ja, war das schon die Vorentscheidung oder könnten die Löwen nochmal zurückkommen? Die Roten Teufel drängten zunächst aber auf den 5. Treffer, den Stanley prüfte Wendler gleich zu Beginn. Und dann auch die Löwen nochmal im Angriff. Markus Keller geht hier raus, wäre vielleicht nicht unbedingt notwendig gewesen, vielleicht so ein bisschen die Konzentration dadurch weg und ein bisschen indisponiert, wie auch immer. Auf jeden Fall kommt die Scheibe plötzlich rüber und Martin Schweiger steht dort und drückt dieses Hartgummi in der 43. Minute über die Linie. 4:3 Anschlusstreffer. Das war eigentlich ein Tor. Aus der Situation dürfte es nie entstehen. Dieser Querpass kommt ganz rüber. Und da steht halt der gute Martin Schweiger und macht den 4:3 Anschlusstreffer. Und damit macht es die Rundteufel nochmal spannender, als es eigentlich nötig gewesen wäre. Denn Frankfurt witterte jetzt natürlich nochmal Morgenluft und hatte auch Oberwasser. Die Scheibe im Netz, Jubel bei den Löwen. Tor oder kein Tor, da war ordentlich Verkehr. Standen auch 1-2 Spieler leicht im Torraum oder standen sie komplett im Torraum. Kurze Beratung bei den Referees. War ich nicht im Bild zu sehen, aber der Pfiff, der ist zu hören und zwar zeigen sie kein Tor. Tor im Abseits, Sven Breiter links regt sich auf. Verständlich. Und nochmal schauen wir hier, Schweiger fährt mit in den Torraum und hier steht er wohl mit beiden Schlittschuhen im Torraum drinnen und dementsprechend kann man das abpfeifen. Und das taten auch die Unparteiischen. Also kein Tor, aber die Chance für die Löwen auf den Ausgleich im Powerplay. Als Manuel Weibler draußen saß, der konnte abgefangen. Nochmal die Gelegenheit auf den 4. Treffer jetzt für die Löwen, die auch ihre Überzahlmöglichkeiten, wie gesagt, bekamen. Sebo mit dem Schuss und Keller ganz souverän, wie wir ihn kennen. Nochmal eine zweite Gelegenheit sogar für die Löwen. Alex Baum draußen in der 48. Minute. Nochmal ein Mann mehr für die Gäste, aber stattdessen ein Konter. Klar, Frankfurt musste mehr tun nach vorne. Wenn Kevin Lavely hier rüberlegt auf Matthias Baldis, vielleicht wäre das die Entscheidung gewesen. Und dann eine Szene, die zumindest diskussionswürdig war. Wendler ging raus und Boris Acker rein. Was war da passiert? Da war eigentlich nicht zu erkennen. Wendler wurde förmlich an die Bande gerufen. Der wusste gar nicht, was los ist. Aber möglicherweise war das eine Situation, wo Clayton Beddoes, der Trainer der Frankfurter, seinem Team ein bisschen mehr Luft verschaffen wollte. Denn direkt nach dem nächsten Abpfiff, nach der nächsten Unterbrechung gegen Wendler wieder rein. Aber ob das geholfen hatte, war die große Frage. Boris Akkers zog sich gleich wieder aus, entledigte sich seiner Sachen. Wendler vielleicht ein bisschen aus dem Rhythmus, denn der Schuss von Maaßen und da ist es passiert. 52. Minute, 5:3 für die Roten Teufel nach diesem gewonnenen Bulli. Eiskalt abgezogen und Wendler ist geschlagen. Kann man natürlich nur spekulieren, ob ihn das aus dem Rhythmus gebracht hatte, dieses Wechselspielchen, wo er offenkundig auch gar nicht mit gerechnet hatte. Sei es drum, das 5. Tor für den EC. Michel Maaßen, sein 2. Treffer an diesem Abend. Also er mit Glück und mit Schmerzen nach dem Nippel mit den 6 Stichen. Aber mit 2 Treffern, die Glückshormone übertünchen da natürlich die Schmerzen. 52. Minute, nochmal Powerplay für die Löwen. Christian Franz draußen, der würden die Löwen nochmal den Kraftakt schaffen, nochmal das aufbringen. Franz war schon wieder auf dem Eis und hatte sich gleich wieder mit Sven Breiter. Die beiden behakten sich schon zum 2. Mal in diesem Match. Vielleicht noch alte Rechnungen offen, wir wissen es nicht. Also nochmal Powerplay, Jan Barter in der Schlussphase, nochmal draußen. Frankfurt konnte einfach nicht mehr nachlegen und der EC, er nimmt diesen 4. Derby-Sieg gegen Frankfurt mit nach Hause. Die Fans, die zogen schon die weißen Taschentücher, wie man das in Spanien im Stierkampf macht. Das Spiel war vorüber, 5:3 Sieg. Die Roten Teufel behalten die 3 Punkte und Frankfurt kann einfach nicht gegen Bad Nauheim gewinnen in dieser Saison. Es wird auch kein weiteres Spiel mehr geben, das war auch nach diesem Match klar. Frankfurt also nicht in der Endrunde dabei, aber ganz anders die Roten Teufel. Sie bleiben Tabellenführer, nur 3 Punkte Vorsprung vor Duisburg. Das nächste Heimspiel ist am Freitag, den 17. Februar gegen Ratingen. Und wenn man dort einen Sieg einfährt, dann ist man auch vor dem letzten Spiel in Kassel am nächsten Sonntag. Bleibt man Erster, bleibt Tabellenführer, könnte sogar bei den Huskies verlieren. Aber das will das Team natürlich überhaupt nicht. Man will auch
gegen die Huskies schadlos bleiben in dieser Saison. Wir freuen uns auf die nächsten Spiele. Wir sehen uns im Kanalstadion oder hier bei Timeout, eurem Teufelskanal des EC Bad Nauheims. Bis dahin, macht's gut und tschüss.